Dann starten wir in die Pressekonferenz vor dem 23. Spieltag in der dritten Liga, an dem der SSV Jahn morgen gegen den FSV Frankfurt antreten wird um 14 Uhr in der Continental-Arena. Ich darf auch wieder unseren Trainer Heiko Herrlich begrüßen. Heiko, Eingangsfrage, bleibt auch diese Woche gleich? Wie sieht es mit den Personalien aus? Ja, ist alles gleich geblieben, also kein neuer Verletzter dazugekommen und können eigentlich quasi fast aus dem Vollen schöpfen. Okay, du hattest ja letzte Woche ein klares Ziel vorgegeben. 30 Punkte sollten erreicht werden, das ist geschafft worden. Auch die Leistung sicher respektabel beim heimstärksten Team der Liga. Welche Schlüsse hast du aus der Leistung gezogen von deiner Mannschaft? Ja, dass wir eigentlich sehr gut aus der Winterpause gekommen sind, jetzt dreimal eine sehr gute Leistung gebracht haben. Im Nachhinein muss man sagen, hätten wir in Rostock gewinnen müssen, aufgrund der Anzahl der Chancen. In Halle gegen eine Mannschaft zu spielen, die auf Platz 3 steht oder stand und dann durch einen Sieg auf Platz 2 hätte stehen können, da so zu spielen nach dem Rückstand, da können wir schon zufrieden sein. Wir hatten auch noch Möglichkeiten, in der Endphase das Spiel für uns zu entscheiden. Es fehlen uns halt dann doch 2 Punkte. Man freut sich zwar über den einen, aber hätte natürlich im Jahr 2017 schon mal gern einen Sieg jetzt gehabt. Aber jetzt versuchen wir den morgen dann nachzuholen. Du sprichst schon an, es gibt eine Serie, 5 Spiele ungeschlagen, es gibt die andere Serie, 3 Spiele jetzt 2017, auch dreimal nicht verloren, aber eben auch noch keins gewonnen. Wie groß siehst du die Aussichten, dass sich das morgen ändert gegen diesen Gegner? Ja, es ist ein Spiel wieder ja, fast auf Augenhöhe. Ich habe vor der Saison FSV Frankfurt mit zum Favoritenkreis gezählt, zum Wiederaufstieg. Haben auch tolle Einzelspieler mit einer Riesenqualität. Haben eine schwierige Anfangsphase gehabt, dann haben sie sich gesammelt. Und jetzt ist so ein bisschen gerade wieder so eine schwierige Situation für Frankfurt. Bloß sie sind trotzdem nicht weit von uns entfernt. Und angeschlagene Boxer sind immer besonders gefährlich. Alte Floskel, die kennt jeder. Aber ich glaube, sie trifft auf jeden Fall zu, wenn ich mir so die Videos von den Spielen angucke. Das ist alles nicht verkehrt. Gegen Chemnitz haben sie ein Tor nicht bekommen. Das hätte geben können. Also da hat manchmal auch das Momentum gefehlt. Jetzt werden wir versuchen müssen, das morgen abermals zu verhindern und das Spiel frühzeitig in unsere Richtung zu lenken. Aber das wird keine leichte Aufgabe, ich habe es eingangs schon gesagt. Eine Mannschaft mit einem sehr guten Kader, die es nicht immer geschafft haben, ihre PS voll auf die Piste zu bringen. Und wir werden das morgen verhindern müssen, dass sie das morgen schaffen. Danke, Heiko Bissier. Dann machen wir weiter mit den Fragen der Journalisten und Armin Wolf beginnt. Unabhängig jetzt von der Stärke des Kaders und von der Qualität, wo siehst du die eigentlichen Stärken vom FSV Frankfurt, vielleicht auch Schwächen, die dir aufgefallen sind? Ja, also sie sind eigentlich sehr kompakt, auch ihre Spielanlage ist sehr gut. Aber es ist halt so, so, man hat so das Gefühl, die haben sich noch nicht endgültig gefunden. Ne? Ich bin ja immer so ein Verfechter von der Mannschaftsstärke, von der Mannschaftsqualität. Da ist so die absolute Begeisterung miteinander, die habe ich das Gefühl, dass die so ein bisschen brüchig ist. Aber sowas kann ja immer mal schnell kommen. Und bisher haben sie da halt das noch nicht geschafft. Da ist natürlich auch, muss man aus der Situation heraus auch sehen, ein unheimlicher Druck, wenn du Absteiger bist. Man holt viele neue Leute, bis das dann mal so richtig zusammengewachsen ist. Das braucht Zeit und viele Gespräche und das haben sie bisher so noch nicht geschafft, aber vom Blatt her, vom Papier her, von den einzelnen Spielern und auch von der Spielanlage ist das nicht so verkehrt. Ne? Also da waren viele Spieler auch, die sie knapp hergegeben haben. Und manchmal ist so ein Momentum, von dem ich da gerade gesprochen habe, der bringt sowas in eine Richtung und dann läuft es dann plötzlich auch mal. Sie hatten ja eine schwierige Anfangsphase in der Saison, da haben sie sich plötzlich wieder stabilisiert und jetzt war es die letzten Spiele wieder ein bisschen verloren gegangen. Unsere Leistung in Halle war ja wirklich sehr, sehr gut. Was hast du in dieser Woche im Training gespürt? Ist ein bisschen Euphorie da? Kann man was rüberretten aus der Begeisterung von Halle?
Also eine Euphorie ist nicht da. Also dafür gibt es ja auch gar keinen Grund. Wir kennen alle die Tabelle. Ich empfinde nach wie vor Druck von hinten, also zu Recht. Also mit 30 Punkten hat noch keiner die Klasse gehalten. Unser Ziel bleibt weiterhin die 45. Man sieht, wie eng alles zusammen ist, wie Kleinigkeiten ausschlaggebend sein können, ob du gewinnst oder verlierst. Und wir müssen hoch konzentriert bleiben und alles versuchen abzurufen. Wissen natürlich auch, wenn wir es schaffen sollten. Und das wäre wirklich eine tolle Aufgabe. Wir haben bisher eine tolle Saison gespielt, bis auf zwei, drei Ausnahmen. Dass du mit einem Sieg natürlich vielleicht am vorderen Drittel sogar kratzen könntest. Für den Moment, das ist bis dato ein tolles Ziel und das wollen wir einfach versuchen. Aber das Kernziel bleibt einfach die 45 Punkte und nichts anderes. Weil man weiß, wie schnell man wieder hinten reintrudeln kann. 6 Punkte nach hinten, das ist nicht viel. Und die Mannschaften hinten schaffen es ja auch immer wieder für Überraschungen zu sorgen. Siehe letzte Woche Osnabrück. Danke, Armin. Nochmal wie Jürgen Schaff weiter. Und die haben auch die Qualität. Also das möchte ich auch dazu sagen. Es ist ja nicht so, dass Mainz da irgendwas geschenkt bekommen hat. Die haben auch die Qualität an den Spielern. Ehrlich, zur Personalsituation muss noch eine kurze Rückfrage. Das heißt, wir sind weiter bei 4 Ausfällen, Salah, Palionis, Cialto, Hofrat? Ja. Hofrat ist jetzt im Training, aber wird noch keine Rolle spielen. Ist übrigens Training als einziger dieser 4 im Training? Genau, der ist im Training, ist voll integriert. Wir gucken natürlich, dass er jetzt nicht komplett die ganze Belastung wie die anderen abbekommt, aber er ist mit dem Training. Also im Umkehrschluss bei den anderen dauert es bei allen noch ein bisschen. Ja. Ehrlich gesagt, in den ersten 3 Spielen, müssten wir jetzt so durchziehen, aber auf so einem Pool von 13, 14 Spielern gebaut, die erzwungen den nächsten Teil des Gelbsperren und Verletzungen, aber diese 13, 14 haben immer die Startformation bestritten. Hat sich dieser Kreis jetzt wieder einen leichten Vorteil erarbeitet durch gute Leistungen? Ja, die Vorbereitung war ja schon eigentlich erkennbar, dass viele Spieler aus der zweiten Reihe von hinten kratzen und ihre Leistung zeigen und bringen wollen. Und Uwe Hesse letzte Woche kam da rein und hat sehr gut gespielt, da die Halbzeit viel Druck über die rechte Seite gemacht, viele Flanken in die Mitte gebracht. Wir haben da mehrere Möglichkeiten. Unter der Woche hat die zweite Mannschaft jetzt ein Spiel gehabt, da haben wir den Markus Zierz und den Ali Odabas spielen lassen, einfach, dass die mal wieder 90 Minuten spielen. Das Spiel ging 2-0 aus und Markus Zierz hat 2 Tore da auch gemacht, hat auch letzte Woche da die letzten 20 Minuten haben wir mit 3 Stürmer gespielt, auch dafür Druck gesorgt. Also da ist schon jeder versucht, da seinen Teil dazu beizutragen, dass wir da sind, wo wir jetzt gerade stehen. Es ist ja auch jetzt hat Marco Grüttner auch wieder getroffen letzte Woche, ein super Tor. Aber diese Leistung bringst du natürlich auch, wenn du weißt, da sind Leute hinten dran und wir haben ein hohes Trainingsniveau, die Druck machen von hinten. Und deshalb ist das ja auch ein Teil, den ich dazu beitrage. So ein erweitertes Gerüst für die Anfangsformationen, das ist ja zu erkennen, jetzt das Spiel. Also ja, aber ich musste jetzt aufgrund der Spielsituation oder des momentanen Ergebnisses musste ich ja so wechseln, dass ich jetzt eher die Offensive verstärkt haben müsse. Das heißt ja nicht, dass ich nicht einen Ali Odabas auf linker Innenverteidiger gebracht hätte und dass er deshalb weniger stark oder weniger gut ist im Training. Oder einen Sven Koppi, der jetzt die Woche krank war, den haben wir übrigens vergessen. Der fällt aus, ja, Entschuldigung. Erkältung. Ja, Erkältung. Mit Fieber die ganze Woche nicht trainieren können. Dass die jetzt weniger kratzen oder nicht deshalb weniger Vertrauen haben. Da hätte ich bedenkenlos, dass man die sofort hätten spielen lassen können. Gut, beim Sven, der fällt jetzt aus. Und an Robin Urban, die kann man sofort reinwerfen. Deshalb ist die, ja, mit den 13, 14 Spielen, es war aufgrund der Spielsituation einfach, aufgrund des Ergebnisses. Und zu den Spielen selbst, Sie haben gesagt, die Euphorie ist nicht da, jetzt wird man getrost darauf ausgehen, die Spieler wollen morgen auch unbedingt gewinnen, das wird Thema in der Mannschaft sein. Haben Sie da irgendwas mitbekommen, gibt es eine richtige Aktion bei den Spielern, dass die wirklich sagen, also Samstag, jetzt ist fällig, hier steht der Dreier, den holen wir uns?
Also ich hatte jetzt bei alle drei Rückrundenspiele das Gefühl, dass unsere Mannschaft brennt, meine Mannschaft brennt und dass wir das Spiel gewinnen wollen. Das konnte man in Rostock sehen, haben zwar die Chancen nicht genutzt, das konnte man bei dem Heimspiel sehen, wo wir alles versucht haben, wo man einfach dann den Hut vorziehen muss vom Gegner, auch, der sehr gut verteidigt hat, der es da gut gemacht hat. Und beim letzten Spiel dementsprechend auch in den Rückstand bist und dann versuchst dann noch mit drei Stürmer und nach dem 1-1 trotzdem weiter versuchst nach vorne zu spielen mit einer Dreierkette. Also in jedem Spiel wollten die, da glaube ich jetzt nicht, dass es, also mehr als 100% geht nicht. Ich glaube, dass die das morgen auch wieder wollen, aber die anderen wollen das auch, das darf man nicht vergessen. Vielen Dank. Danke Jürgen, dann sind wir am Ende und ich darf immer noch ein paar Hinweise geben. Zum einen, es wird morgen keine Live-Übertragung geben, das ist vielleicht für den einen oder anderen auch eine Information, also keine Live-Übertragung im Fernsehen oder im Online-Stream. Das heißt, es lohnt sich umso mehr, hierher zu kommen. Auch deshalb, weil unser Hauptsponsor Netto morgen Spieltagspartner ist und sich einige Aktionen hat einfallen lassen. Unter anderem hat man vielleicht ein paar Mal schon im Internet gesehen, man kann auf eine Dartscheibe schießen mit einem Fußball. Wer am besten trifft, darf dann in der Halbzeit beim Halbzeitspiel mitmachen und gewinnt dann einen Jahnroller im Idealfall. Ja, Heiko, ihr gewinnt dann hoffentlich das Spiel und ja, wir freuen uns alle auf morgen. Bis dahin.